Aufgrund der Corona-Impfkampagne ist die Geburtenrate in Deutschland deutlich gesunken. Das hat jetzt das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung herausgefunden und herausgearbeitet. Zum ersten Mal ist ein klarer Zusammenhang hergestellt worden zwischen der Corona-Impfkampagne und den deutlich gesunkenen Geburtenraten. Um das in Zahlen klar zu machen, die Geburtenrate war in Deutschland zwischen 1,5 und 1,6 Kindern pro Frau gewesen, immer noch viel zu wenig. Das ist gesunken auf 1,3 bis 1,4 pro Frau im Frühjahr diesen Jahres. Und jetzt kommt aber der Clou. Angeblich hätten die Frauen ihre Schwangerschaft aufgrund der Corona-Impfkampagne verschoben. Also die bewusste Entscheidung getroffen, dass sie, naja, während sie geimpft worden sind, vielleicht nicht unbedingt schwanger werden sollten oder während der Schwangerschaft eine Impfung nicht empfohlen war, sie aber unbedingt die Impfung wollten und deswegen ihre Schwangerschaft verschoben hätten. Und wer das glaubt, wird wirklich selig. Es ist eine armselige Begründung, warum die Geburtenrate so gesunken sei. Es gibt überhaupt keine Erhebung darüber, ob Frauen tatsächlich irgendeine Schwangerschaft verschieben wollten oder ob sie nicht einfach biologisch an der Schwangerschaft gehindert wurden oder entsprechend, wir haben ja auch gesehen, dass die Fehlgeburtenraten deutlich nach oben gegangen sind, leider entsprechend eben Fehlgeburten hatten. Wir brauchen Ehrlichkeit in der Impfdebatte. Wir brauchen Ehrlichkeit in der Corona-Debatte. Und diese Ehrlichkeit bedeutet, dass die Corona-Impfstoffe eben deutlich mehr Nebenwirkungen hatten, als die Bundesregierung nach wie vor zugibt. Dass auch die Masken mehr Nebenwirkungen haben, als die Bundesregierung zugibt. Dass dieser ganze Freiheitsentzug wesentlich größeren Schaden hatte als Nutzen. Das ist das, was wir als AfD von Anfang an vertreten haben. Das ist auch das, was wissenschaftlich mit Zahlen belegbar ist. Und Ausflüchte wie vom Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung, dass man mal eben sagt, die Frauen hätten auf eine Schwangerschaft verzichtet, weil sie ja die Impfung wollten und wussten, dass die Schwangere nicht empfohlen sei. Mit solchen faulen Ausreden kann uns die Bundesregierung echt fernbleiben.